Hier ist die Flotte. Die Flotte ist hier. Geschwader unterwegs. Bei Let's Play Starcraft 2. Wir sind hier immer noch in der Umlaufbahn von Char. Und auf dem Weg. Wollen gerade einfach nur sehen, was wäre. Was wäre, wenn wir die Flugbatterie ausgelöscht hätten? Wir wollen es gleich rausfinden. Den Leviathan haben wir schon gekillt. Den wollen wir noch einmal killen. Weil wir ihn hier nicht gekillt haben. Was? Da ist noch einer. Zack. 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 Ich tue nämlich etwas mehr weh wie die. Und rein. 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 Weiter. Basis wird angegriffen. Zack, 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 zack. Und so, 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 so. Das sollte wohl reichen. Badabam! Ohne Verluste durch Plaxvorinstruktionen. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung, möchte man meinen. In unter 25 Minuten. Au, das war nur 37. Na, dazu Folge dachte ich, das wären mehr. Tja, wir sind einfach gut. Kannst du sagen, was du willst? Ich mit eurer mentalen Unterstützung. Das ist das Team. Auch wenn ich alleine ungefähr genauso gut wäre. Nein, natürlich nicht. Die Zwischensequenz ist die gleiche. Immer noch episch, oder? Immer noch episch. Ach, ich liebe dieses Video. So, und wir sind wieder hier am Boden. Dort hinten ist unser Ziel. Da wird alles zu Ende gehen. Mal gucken. Es scheint, dass mein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Rayner. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten und beenden Sie das Blutvergießen. Kein Problem, Junior. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Ganz einfach Regeln eigentlich, oder? Nun, da das Nydus-Netzwerk zerstört ist, müssen sie mit schweren Luftangriffen der Zerg rechnen. Hätten wir uns anders entschieden, würde dastehen. Nun, da die Luftunterstützung der Zerg ausgeschaltet ist, müssen sie mit schweren Bodenangriffen rechnen. Im Grunde genau das gleiche. Nur, dass die Lufteinheiten, wie schon gesagt, zu mir kommen. Das ist das einzige Problem. Sonst könnte ich natürlich auf Flaktürme komplett verzichten, aber... Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung.
Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung, aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Und zwar, dass ich kein Ressourcenproblem habe. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Ja. Durchgeladen und entsichert. Was liegt an? Cool. Bunker? Ich bin schon unterwegs. Bunker? Verstanden. Bereit machen, Jungs. So. Verstanden. Weiter bunkern. Ja, ich was muss mich jetzt kurz etwas konzentrieren, ne? Bis meine Verteidigung steht. Muss ich mich kurz konzentrieren. Das tut mir leid, wenn ich mich da jetzt nachher nicht so sehr auf das Kommentieren konzentrieren kann. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Kreuzer. Hierher. Sammeln. Da. Zack. 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 Kommt noch was? Und dann noch zwei rein. Kann's kaum noch erwarten. So, und dann über einen Feuerfresser. Das wären da drei. Drei entrüben. So, zack. Dann. Einen Psi-Disruptor hierher. Dort drüben dann einen Hyperbelagerungspanzer. Der Psi-Disruptor ist in dieser Mission einfach nur geil. Das ist die Mission für den Psi-Disruptor. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, genau hier ist der Fleck, wo sie diesen Psi-Disruptor im Beispielvideo gezeigt haben. Also man kann bei der Forschung immer im Video sehen, wie das aussieht dann in der Schlacht. Der Psi-Disruptor wurde genau auf diesem Feld dort drüben getestet. Sozusagen. So. Dann haben wir hier noch einen Feuerfresser. Ein Wort genügt. Feuer. Dann haben wir einen Feuerfresser. Habe ich keine Angst. Nein. Der Psi-Disruptor steht. Wer hat die Flotte gerufen? Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Und nun? Danke. Energie! So. Was, ihre Schwarzkräfte werden angegriffen. Ja. Was ist, gut. Golems sind wichtig in dieser Mission. Da. Er mir wirklich mit viel Flugeinheiten angreift. Aufgetankt. So. Hab ich den jetzt tatsächlich geschafft einzubauen? Ach, ich glaub's doch nicht. Basis Streitkräfte werden angegriffen. Cool. Gut. Panzer habe ich noch keine. So, da steht da die Flak. Da kommt dann das hin. Dann bauen wir hier gleich weiter Flaks hin. Da steht dann das halbwegs. Dann passt das. Da steht auch alles. Angenehm ist, wenn ich die Verteidigung hier richtig platziert habe,
Basis wird angegriffen. Aber ich brauche hier eigentlich nicht wirklich viel hinschauen. Aber in der Mitte kommen die ganzen Flugeinheiten. Das ist das einzige Gefährliche. Könnte ich hier auch noch gleich dann... Danke. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Danke für den Hinweis. Das werdet ihr noch so oft hören in dieser letzten Mission. Das ist aber die letzte Mission. Achtung, Sir. Ich orte eine große Gruppe Flugeinheiten der Zerg, die direkt auf das Artefakt zusteuert. Da habe ich nicht so viel Angst. Das sind diese Orangen hier. Kommt doch die Farbe Orange bekannt vor? Bei Leviathan aus der vorherigen Mission, ihr erinnert euch. Ich hab kaum Angst hier. Da kann man hier schön die Flammenwerfer-Türme aufbauen. Was tut ihr da? Was tut tun? Du sollst daher gehen. Dann hier aufbauen. Los. Jetzt. Arbeiten. Jetzt. Das, wo kommen die? Was zum Teufel? Diese Raptoren. Wir wissen schon, du bist arm. So. Passt. Steht. Passt, wackelt und hat Luft. Zack. Okay. Und damit wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Sieg getan. Empfange übertragen. Wer hat die Flotte gerufen? Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Wex. Bau weiter. Bau schneller. Nur zu. Und da hätte ich auch liebend gern einen Psi-Disruptor. Darf sonst noch was sein? Diese Mission sind diese Psi-Disruptoren hammermäßig geil. Weil dieser Effekt des Verlangsamens wirklich stark ist, oder? So, weiter. Zurück. Da überlebt keiner. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So. Aber es wäre auch bald besser, wenn da wieder CBF von hinten stehen würde. Einfach nur, damit es präsent ist. Damit es mir dann auch besser geht. Am besten gehst du hierher und baust diese Flakwand aus. Glaub mir, ich brauche die Flaks. Was ich aber auch noch brauche, sind Belagerungspanzer. Kriechen hier. Uff. Zerg vorbei. Alarm. Zylonische Strahlenquelle Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Sicher habe ich damit kein Problem, Schätzchen. Aber die kann Flugeinheiten ziemlich schmerzhaft wehtun. Deshalb sollte sie sich auf andere Sachen konzentrieren, bevor ich dann mit meinen Yamato-Kanonen neinfieche. Wisst ihr, was die mit diesen Fliegern macht?
seht ihr, was die mit meiner Generalverteidigungsmaßnahme machen. Das werdet ihr noch bereuen. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Eine einfache Schweinerei ist das. Bereit machen, Jungs! Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Schießen Sie los! Und nun? Kreuzer einsatzbereit. Ja, das ist etwas viel Konzentration. Ich bitte, wie schon gesagt, um Verzeihung, falls ich euch jetzt nicht wirklich ausreichend amüsiere, unterhalte, entertaine. Ich bin lieber auf Konzentrationsbasis, denn bis meine Verteidigung steht, ist es ein Höllenritt. Die Flotte gerufen. Was sind diese komischen Raptorenteile? Was sind verbesserte Zerglinge? Falls ihr die nicht kennt. Rock'n'Roll! Was ist das Ziel? So. Damit waren die auf einer der tödlichsten Positionen im ganzen Mission. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf sie zubewegt. Und deswegen kann man hier auch mal etwas ausgefeiltere Luftabwehr dazuziehen. Hier steht die Pampe. Die Pampelmuse. Gib mir das, was ich benötige. Ich bin gerade im Concentration Mode und stammel nur Scheiße daher. Warum ist das auch da und sage es auch schon? Weil jetzt kann. Boah, fuck! Back, back, back! Was macht die? Und Bunker wieder hinbauen. Was ist los? Basis wird angegriffen. Uff. Diese Mission, die streckt sich. Versteht ihr? Ich schaue tausendmal auf meine Stoppuhr und merke, dass erst eine, zwei Minuten vorbeigehen. Das ist nicht gut. Wie die Zeit einfach langsam vergeht, wenn man so voll im Adrenalin ist. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Von hier aus. Auf der Bahn! Ja. Ach, wirklich? Kommen von allen Seiten. Jawohl. Mann, ey, ich muss aber wirklich die Basis mal von diesen verfluchten Overlords säubern. Sonst überrennt er meine eigene Basis. Sonst kommt der da einfach her und schleimt mir die halbe Basis voll. Hab ich einfach nicht gern. Ich weiß auch nicht warum. Aber dieses ganze Violett, das macht mich nervös. Füllt mich mit Nervosität. Da speckt schon wieder eine. Was sagt man? Schon wieder. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Aber um Jacksons Revenge, die anderen ist es mir eher schade, wenn die sterben würden. Einfach Bescheid geben. Basis wird angegriffen.
So, weiter. Zurück. Jackson's Ranger auswählen. Die anderen. Dazu. So. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Mal sehen, wie es in der nächsten Folge dann weitergeht. Da werden wir es dann beenden. Und damit sage ich vielen Dank, dass ihr die vorletzte Folge von Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty gesehen habt. Es war mir eine Freude und ich freue mich darauf, mit euch die letzte Mission vielleicht auch morgen auch noch mitzuerleben. Ach ja, das wird schön. Ich freue mich schon darauf und sage bis zur morgigen finalen Folge von Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Adieu, bis morgen. Bis dahin kann ich mich mal ganz in Ruhe auf das vorbereiten. Da kommt noch ein bisschen was. Egal. Bis morgen. Tschüss und habt auch einen schönen Tag in meinem Namen.